In Syrien ist noch einmal deutlich gemacht worden, dass die Gremien, sowohl das Präsidium als auch der Bundesvorstand, die Haltung der Bundesregierung zu den am Wochenende stattgefundenen Militärschlägen gegen Einrichtungen zur Herstellung und zur Lagerung von Chemiewaffen in Syrien volle Unterstützung findet. Wir haben noch einmal deutlich gemacht, dass die Chemiewaffen eine weltweit geächtete Waffe ist, dass es in Syrien jetzt durch das Regime Assad zum wiederholten Male zu einem entsprechenden Einsatz dieser Waffen gekommen ist und es deswegen auch die richtige Antwort war, in einer begrenzten militärischen Aktion die Infrastruktur in Syrien anzugreifen, die eben in einer besonderen Art und Weise dazu dient, Chemiewaffen herstellen, lagern und einsetzen zu können, zumal auch die entsprechenden schrecklichen Angriffe auf die Menschen in Syrien deutlich gemacht haben, dass sozusagen bei der ersten vereinbarten Vernichtung von Chemiewaffen in Syrien dieses Ergebnis nicht komplett erreicht werden konnte. Ich glaube, man kommt heute an diesem Tag nicht herum, auch über Syrien zu sprechen. Wir haben wahrgenommen, dass Großbritannien, Frankreich und die USA einen, ich glaube, sehr begrenzten, kalkulierten Angriff gefahren haben, um auf den Giftgaseinsatz in Syrien zu antworten. Gleichzeitig, auch wenn wir als Freie Demokraten sagen, dass es genau, sage ich mal, vor dem Hintergrund auch der völkerrechtswidrigen Anwendung von Giftgaseinsatz, den wir ja jetzt auch nicht nur in Syrien gesehen haben, nachvollziehbar ist, betonen wir insbesondere, dass ein Ende des Gemetzels in Syrien nur auf dem diplomatischen Weg erreicht werden kann. Und bedauern sehr, dass die Diplomatie hier bislang derart erfolglos ist. Es fehlt ein entsprechend umfassendes Konzept. Es bedarf eines neuen Ansatzes. Und meines Erachtens kommt hier auch zum Ausdruck, das sieht man ja auch in der Zusammensetzung jetzt der entsprechenden Akteure, dass wir leider auch, was die europäische Bündelung betrifft, keinen gemeinsamen europäischen Ansatz in dieser Frage haben. Und für uns wäre das ein Wunsch, hier auch stärker das gesamte Gewicht Europas einzubringen und eben nicht immer wieder zersplittert in dieser Frage aufzutreten. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg besucht heute die Türkei, trifft dort Erdogan. Und im Vorfeld dieses Besuches hat er bereits verlauten lassen, dass die Türkei ein sehr wertvoller NATO-Partner ist. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Der oberste NATO-Chef meint also, die Türkei sei ein sehr wertvolles Mitglied. Das heißt, sämtliche Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg in Afrin, das gilt sozusagen, wenn es nach den Maßstäben der NATO geht, als sehr wertvoll. Die Aussagen des NATO-Generalsekretärs zu Erdogan sind ein offener Schlag ins Gesicht aller Demokratinnen und Demokraten in der Türkei. Die Aussagen des NATO-Generalsekretärs zu Erdogan sind ein offener Affront gegenüber dem Völkerrecht. Erinnern wir uns nochmal, Erdogan ist mit islamistischen Milizen Seite an Seite, unterstützt von deutschen Panzern, in die kurdische Region Afrin einmarschiert, in eine Region, wo Religion gleichberechtigt und friedlich nebeneinander lebten, wo es eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen gab und wo es demokratische Selbstverwaltung gab. Inzwischen hat es einen kompletten Austausch der Bevölkerung gegeben. In der Region Afrin herrscht Anarchie und es droht, dass diese Region eher zum Ausbildungsfeld für islamistische Terroristen wird. Und vor diesem Hintergrund muss man ganz klar sagen, die Syrien-Politik der Bundesregierung und die Syrien-Politik der NATO sind ein großes Sicherheitsrisiko. Denn immerhin hat die Bundesregierung es nicht geschafft, das klar zu verurteilen, als noch Zeit war. Und im Gegenzug, es hat weiterhin Panzerdeals mit Erdogan gegeben. Die Situation in Syrien ist verheerend und besorgniserregend. In Syrien herrschen seit 7 Jahren Krieg. Es gibt inzwischen über 500.000 Tote. Nun ist es zur Eskalation gekommen durch die Bombardierung von Frankreich, England und den USA. Es droht also auch auf dem Feld von Syrien, nachdem es dort seit Längerem eine Art Stellvertreterkrieg auf dem Rücken der syrischen Bevölkerung gibt, der verschiedenen Großmächte.
droht nun eine direkte Kriegseskalation zwischen NATO-Staaten und Russland, zwischen den USA und dem Iran. Und wir als Linke haben dazu folgende Forderung. Erstens, es braucht sofort eine UN-basierte Aufklärung der mutmaßlichen Giftgaseinsätze. Zweitens muss es einen Rückzug der Bundeswehr komplett aus der Region geben, weil es kann nicht sein, dass die Bundeswehr verwickelt wird in einen dort möglicherweise eskalierenden Krieg. Und drittens muss ein Friedensplan entwickelt werden in der Sprache der Diplomaten. Eine außerordentliche UN-Vollversammlung muss zusammenkommen, um eine Roadmap für Frieden und Demokratie in Syrien zu entwickeln.